So ein Pech! Es regnet! Da kann ich draußen ja gar nichts tun! Oje, oje, wie schrecklich! Es schmerzt in der Brust! Jo, so ein Pech, nicht wahr? Folgendes, was ich euch zeigen wollte. Heute war es erstmal so, dass die ganze vorhandene Familie, inklusive Frau, nach dem Frühstück Lego gebaut hat. Ich zeige euch mal, wie der Esstisch ausschaut. Das kennt ihr schon, das ist mein Arbeitsplatz. Den habe ich endlich fertig gebaut, die Ferrari-Gurke. Ist das ein Ferrari? Keine Ahnung. Das Auto. Ja, Ferrari. Habe ich fertig gebaut. Da drüben ist der Wenzel. Der hat schon den Winnie-Pooh begonnen. Und ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, ob ich das will, weil das gefällt mir das nicht. Das hätte ich selber gern gebaut. Und da drüben ist der Nino. Der baut die Stunts. Ohne Hemmungen. Und neu, meine Frau baut Blumen. Ja, warum nicht, oder? Die Familie hat schon einen ordentlichen Gläscher, oder? Ja, denke ich mir auch. Ich bin von und zu überhaupt motiviert. Ich habe gerade meine Ladung zu Gericht. Ich weiß, ich rede nicht inhaltlich. Ich möchte nur informieren, dass ich die Ladung zum Gericht jetzt gelesen habe. Die wollen, dass man da innerhalb 3 Wochen inhaltlich Dinge bekannt gibt. Das Geräusch war die Katze, die ist am Geräuschen. Ja, bin gespannt, der Anwalt hat gesagt, er macht das, dann soll das machen. Ich gehe ins Kindergarten. Ja, also am 15. Mai, glaube ich, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Oh, ich muss trinken, denn trinken ist das Wichtigste. Klug, klug, wisst ihr. Wobei, man kann alternativ zum Trinken natürlich auch sagen, man geht hinaus, schaut zur Sonne und macht den Mund auf. Also die Sonne, wo sie sein sollte. Wollt ihr sehen, wie es draußen ausschaut? So, nix. Die Rasenmäher parken dort, die zwei rechten sind hin. Der linke ist wertfrei, weil zwei sind in der Wiese, ihr wisst Bescheid. Ich hätte gern noch einen gekauft. Wäre einer um finanzierbare Möglichkeiten gewesen und habe ich gesagt, ja, und die wären auch vorbeigefahren an der Autobahn und dann haben sie gesagt, nein, wir haben uns schon geeinigt, nein, die wollen 50 Euro mehr, habe ich gesagt, könnt ihr mir gerne haben. Mal ganz ehrlich, Hass ist jetzt nicht in dem Sinn, gell? Hass ist nicht. Also, das ist schwierig, denn ich gehe jetzt rauf und möchte Vitrinen umschlichten, also die Sets weiter schlichten. Apropos, das habe ich jetzt vergessen. Die Sets will ich weiter schlichten. Und da ist kalt nicht so toll. Ja, ist nicht so toll. Die Haube habe ich auch schon. Mit der habe ich schon Autobusse zerschnitten, wisst ihr? Ja. Ja. Das ist etwas, worüber ich mit euch unterhalten wollte. Vielleicht wäre das jetzt ein guter Zeitpunkt. Zwei Sachen, über die ich mich mit euch unterhalten muss. Schrecklich. Machen wir zuerst die kurze. Es geht um Hunde. Ich habe heute meinen Hund so beobachtet und habe ihn verglichen mit mir. Steht da drauf, wie viele das sind. So hat gesagt, da steht 9000 drauf und da steht nichts drauf. Aber das könnte ich oben erforschen, weil ich das nicht bekomme. So, ich habe meinen Hund beobachtet. Und ihr wisst, die Menschen haben ja immer so den Impuls, irgendwas zu tun. Und sie haben so den Impuls, Urlaub zu machen und Freizeit zu haben und alle möglichen anderen Impulse. Da liegt das Brillenputztuch und da liegt auch das Putzmittel. Ha, ich hab's wieder gefunden. Ich suche seit Wochen. Ich habe inzwischen ja nichts gehabt. So, also bei mir ist es so, ich bin sehr schnell unzufrieden, gell? Wenn irgendwas ist, bin ich unzufrieden. Ich will was verbessern. Ich möchte die Wiese gemäht haben, möchte, dass es halbwegs hübsch ausschaut. Ich hab's gern warm im Haus. Meine Frau will's gern sauber haben. Ihr wisst, wir haben so Impulse und Bedürfnisse. Und heute habe ich den Hund beobachtet. Und der Hund
liegt da. So, der Hund liegt da und schaut, dann schläft er, dann schaut er wieder und dann hat der Hund einen Impuls, was zu tun. Und der Impuls beim Hund ist, ich drehe mich jetzt um. Und dann dreht sich der Hund um, wenn es hochkommt, steht er kurz auf, dreht sich einmal im Kreis, dreht sich um und dann legt er sie anders hin und du siehst in seinem Gesichtsausdruck, jetzt bin ich zufrieden, das ist geil, das passt. Das ist schon eine Einstellung, oder? So hinlegen und sagen, wow, ist das schön und passt. Und das ist sehr beneidenswert, finde ich. Das ist so richtig toll. Also das ist etwas, was man anstrebt. Und soll ich was sagen? Ich habe jetzt beim Raufgehen vergessen, was ich euch nur erzählen wollte. Es ist aber peinlich, oder? Ich meine, okay, ich war jetzt 4 Minuten sind vergangen, seit ich gesagt habe, ich habe 2 Themen. Kalt ist da, wie im Winter. Das ist interessant. Und jetzt weiß ich es nimmer. Peinlich, peinlich. Na, vielleicht fällt es mir beim Wiegelwagel ein. Es sind 7 Stunden vergangen. Ich war fleißig im Kindergarten. Und ich weiß noch immer nicht, was ich euch eigentlich sagen wollte. Peinlich, peinlich. Ich bin im großen Umbaufieber. Ganz schreckliche Dinge, die hier geschehen. Mir wird richtig schlecht, wenn ich da nur dran denke. Meine Frau hat gekocht. Und wenn sie ihre Ankündigung in die Tat umgesetzt hat, dann hat sie, haltet euch fest, Spaghetti Carbonara gekocht. Und wenn dem so ist, dann freue ich mich, denn die sind sehr kalorienreich. Ich habe gestern übrigens, ja, wisst ihr, das mit dem zweimal Essen, das ich jetzt immer gemacht habe, das geht nicht mehr. Ich habe jetzt immer zweimal gegessen. Familienessen davor und danach. Und dann auch Familienmitglieder zu unterschiedlichen Zeiten kommen, habe ich zweimal gegessen, das geht nicht. Darum habe ich gestern dreimal gegessen. Ich habe dreimal Pizza gegessen. Und das hat mir gut getan. Also nicht gewichttechnisch, aber sonst hat es mir sehr gut getan. Kann man nicht beschweren. Ja. Und meine Frau macht halt Spaghetti Carbonara. Das sind Nudeln. Und es riecht aber schon sehr lecker. Das muss ich schon ehrlich zugeben. Das kann sie nämlich, diese Spaghetti Carbonara. Bin gespannt, was mein Esstisch gemacht hat. Ha, jetzt bin ich neugierig, was mein Esstisch gemacht haben. Sicher ganz schlimme Dinge. Nachdem meine Frau heute selber Lego auf den Esstisch gegeben hat, wird sie ja wohl kaum schimpfen. Gell, Schatzi? Du bist auf YouTube. Noch nicht, aber gleich. Geh nicht weg. Geh nicht weg. Ah, da. Dein meine Lego darf da. Dein Lego darf da. Meine Lieben, die Schere ist nicht dort, wo sie hingehört. Warum ist das Salat? Weil wir Salat auch essen. Na, ich nicht. Da, Schatz, sie hat das Lego in die Küche. Wenn ich das machen würde, das Lego in die Küche, sie würde mir den Hals abschneiden. Salat! Oh, der ist nett von mir. So. Naja, viel hat sie nicht weggeräumt. Kann man schon. Und das Besteck auf meine Anleitung. Die haben überhaupt keine Hemmungen. Ja, sonst ist ja kein Platz. Oh, ihr seid leicht beschlagen. Da seht ihr, wie kalt es draußen ist. Und wir gehen jetzt rein und arbeiten herinnen und weiter. Ja, was wollte ich sagen? Die Tatsache, dass meine Frau Nudeln kocht, gewährleistet, dass ich heute nicht einmal essen werde. Ich werde nicht zweimal essen. Ich werde nicht dreimal essen. Ich werde 4-mal essen und danach werde ich naschen. Was hältst du davon? Sehr viel. Habt ihr was zu naschen? Gekauft? Hat der Kaum schon was? Steht dort? Ich muss das rüberbringen. Das ist aber, da verhungert er wieder, wenn es dem nicht mehr gibst. Ach, Dico, jetzt ist aber mal Schluss. Meine Frau lässt meinen Vater verhungern.
Ernsthaft. Papa? Gibst du mir einen Salat? Ich hätte gerne auch was gegessen und du hast gesagt, das Essen ist fertig. Und jetzt ja, bin ich jetzt. Ich sag, und das Kind hängt wieder am Geländer und das andere sitzt im Finstern und der Ofen gurgelt vor sich hin. Ja, es hat winterliche Temperaturen, unter 10 Grad. Ich habe sogar schon mal 10 Sekunden lang geschneit. 10 Sekunden Schnee? Oh, den Tag müssen wir in den Kalender schreiben. Jetzt sehen wir mich zum Computer. Ihr seht mich sowieso nicht. Und werde mal schauen, ob ich ein wertvolles E-Mail gekriegt habe. Vorschläge für den 7.3.2024. Ich habe gerade eine kleine gute Nachricht bekommen, die habe ich wirklich gebraucht. Und da ist extrem rechts und jede Menge Likes. Maximal Kral von ZF Magazin Royal. Soundblaster und DOS Games 1993 von Nostalgia Part 1 Retrospector 78. British Telecom Engineer visits the Museum Telephone Tuesdays. Von this museum is not obsolete. Mega Saba Rider Toy. Saba oder Seba? Naja, Zotex Zeit-Tresor. Kaum zu unterscheiden, Kameraperspektiven wie im TV, Miniatur Wunderland. Die große Seuche der Elektronik, Achim Döbler. Titanic Movie Mistakes, What They Got Wrong von Oceana Designs. Unfree Ansage 2 von Martin Sonneborn. Ein Shorty vom Plattenknacker Schmatz. Heute wandert er und sonst nichts. Ich bin entsetzt, nichts vom Flippersteinschmerz. Freunde, morgen haben wir was zu besprechen und es wird kein schönes Thema. Ich hoffe, ihr schlaft euch gut aus. Organisiert euch eine große Tasse Kakao und morgen werden wir dann ratzfatz ein bisschen in die Realität kommen, in diesem Sinne. Bis später, bis dann, bis irgendwann, hier auf diesem glatzigen YouTube-Kanal.